Wer wissen will, wohin wir gerade fahren, der muss im nächsten Vlog vorbeischauen. Da wird das Geheimnis gelöst. Yay! So sieht man mich nie, außer beim Autofahren. Oder beim Lesen. Aufgeregt? Nicht, was? Bist du aufgeregt? Ja. Die will echt nicht grün werden, oder? Ich sage euch einen schönen Weg. Nee, wir sind um 11 losgefahren und sollten 17 Uhr da sein und waren dann am Ende um 7:30 da und war erst vorbei. Ja, nee, wir wollten eh erst abends hinfahren. Und weil wir mussten aber bis 19 Uhr in die Ferienwohnung, damit wir die Schlüssel bekommen. Und ja, so ein bisschen stressig. Das Baby ist schon ganz müde, ne? Ja. Oh. Oh, Pusche. Ja, Baby. Hey. In 3,5 Kilometern rechts abbiegen auf die B107. Wir wissen Bescheid. So müde sieht er aus. Ist nur kuscheln. Oh. Okay, soll ich los? Ja. Nach Hause mit dem Arm. Wenn man sparen muss. Ah, komm gleich wieder. Läuft hier. Jogginghose. Ich hab's doch schon gesehen. Vielleicht kommt der Elbtunnel. Der kleine Fratz hat gerade das erste Mal sein Halsband an mit dem Anhänger, den ich Pia zum Geburtstag geschenkt habe. Macht er ganz brav. Er ist so müde von der Fahrt jetzt. Jetzt gehen wir noch mal schnell Pipi machen und dann geht's ins Bett schlafen, ne? Ja. Ich guck so betröppelt die ganze Zeit, weil er so müde ist und es kalt ist. Bereit? Er ist noch so betröppelt, er möchte so gerne schlafen. Wir sind jetzt zu Hause. Es ist einfach mal schon kurz nach 3. Und wir werden jetzt ins Bett hüpfen. Wie man sieht, möchte auch unbedingt schlafen. Ich habe schon das schnell vorbereitet. Denn er ist schon super müde. Er kriegt seine Augen kaum auf. Die sind so schwer und seine Ohren hängen. Normal stehen die voll ab. Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Hast du gut geschlafen? Ja, ne? Aber er hat sich jetzt auch freiwillig hier reingelegt. Er traut sich noch gar nicht irgendwie hier sich alles anzugucken. Er ist lieber da drinne. Und das ist ja auch in Ordnung. Ich habe ein paar Sachen jetzt mal ausgeräumt und ich werde mein Zimmer noch ein bisschen vorbereiten. Dann wird er auch sofort Futter bekommen und dann werden wir rausgehen.
Gestern, als ich ihn hier reingesetzt hat, das Erste, was er macht, er piescht auf die Decke, obwohl wir draußen versucht haben zu piechen und alles. Natürlich nicht. Aber ich konnte ihn noch nicht waschen, deswegen ist ihn noch da hinten drin. Die werde ich aber gleich mal waschen. Ich habe sie aber extra so hingedreht, dass er da nicht mehr rankommt. Ja, du Kleine? Er hat auch die ganze Nacht durchgeschlafen. Also ich bin jetzt schon wach. Wir haben also nicht allzu viel geschlafen. Und er schläft die ganze Zeit und schläft. Und er hat ja schon die ganze Autofahrt geschlafen. Er ist super müde, was ja verständlich ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er die Nacht durchschläft. Sie passt doch auf. Ich glaube, sie hat gerade mehr Angst vor ihm als er vor ihr. Hallo? Ich habe mich einfach mal gar nicht mehr gemeldet, denn ich habe mein Zimmer Hunde fertig gemacht. Das konnte ich ja nicht machen, da das sehr spontan war, dass wir den früher geholt haben, den kleinen Schatz. Ich habe euch noch gar nicht seinen Namen verraten, oder? Sein Name ist auf alle Fälle Bali und er hat auch schon einen kleinen Anhänger in Roségold, wo Bali drauf steht. Wie ihr hört, er frisst auch gerade und trinkt. Und ja, ich habe mein Zimmer ein bisschen aufgeräumt und so weiter. Und ich glaube, er hat ein bisschen Angst. Mai fiebt er dann auch so ein bisschen rum. Das Halsband findet er noch super blöd. Das hat er auch nicht die ganze Zeit an, aber er muss ja lernen, damit umzugehen. Und ich habe dann auch Wäsche gewaschen und all die Körbe und Taschen ausgepackt. Alles Mögliche, was halt vom Wochenende über war. Und ja, bin soweit eigentlich auch durch. Mein Zimmer muss ich noch so ein bisschen auf Vordermann bringen, aber ansonsten war es das. Und er hat sich echt gut gemacht in der Nacht. Also er hat richtig schön durchgeschlafen und mich auch nicht geweckt, was sehr angenehm ist. Also ich habe wirklich erwartet, dass ich jede Stunde mit ihm raus kann. Aber das Pieschen draußen funktioniert noch nicht so wirklich. Das funktioniert nur, wenn ich weg bin. Also wenn er Panik kriegt, er trottet mir die ganze Zeit hinterher und er mag halt überhaupt nicht alleine sein. Und sobald ich dann auch nur eine Minute aus dem Zimmer raus bin und ihn mal alleine im Zimmer lasse, dreht er völlig durch und piescht erstmal. Und man kann draußen eine Stunde stehen und da passiert nichts. Er gibt auch keine Anzeichen, wenn er pieschen muss oder so. Super! Aber ich habe diese Welpenunterlagen mir besorgt und die sind wirklich super. Weil darauf funktioniert das halt ganz gut. Das macht er auch gerne darauf. Ja, aber eigentlich wollen wir das draußen schaffen. Und so an alleine gehen funktioniert noch gar nicht. Ja, er mag ja allein das Halsband schon nicht und er bewegt sich dann einfach nicht. Er bleibt dann da und versteht nicht, was er machen soll. Und ich will ihn auch nicht dazu drängen oder so. Deswegen bin ich mal gespannt. Lass mir ihm noch ein bisschen Zeit und ja. Bin mal gespannt. Ich habe heute auch noch Mannschaftstraining für die Kreismeisterschaft wieder und da kommt meine Freundin dann wieder mit und passt auf ihn auf, weil das sehr spontan war und eigentlich hatte ich mir sonst die Woche freigenommen. Naja. Sonst gibt es auch nicht viel zu berichten. Wir sehen uns wahrscheinlich später wieder. Ein kleiner Flauschi. Oh ja, ein kleiner Flauschi. Er mag gar nicht gehen, weil die Leine dran ist.